Hallo liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zum zweiten Teil unserer Wohnmobiltour im Frühjahr 2022. Heute ist Montag, der 7. März. Nach der Fahrt durch den Grenzort Kupfermühle nähern wir uns auch schon dem Grenzübergang zu Dänemark. Jetzt wird es spannend. Hallo. Ziemlich unerwartet hier die Grenzkontrolle. Was müssen wir vorlegen? Dürfen wir überhaupt einreisen? Aber alles easy. Nur die Ausweise werden kontrolliert. Alles gut. So, dann mal auf zu unserem ersten Must-Do. Lasst euch überraschen. Some things are not the same as they were a year ago. In Gruso, da biegen wir rechts ab. Und kurz nach dem Ortsausgang, da biegen wir wieder rechts ab. Das Blaue im Hintergrund ist übrigens die Flensburger Förde. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Wir nähern uns dem Ort Sündau. Hier befindet sich auch unser erstes Ziel für heute. Annis Kiosk. Hier soll es übrigens die besten Hotdogs von Dänemark geben, sagt man. The past is where it stays, way back a year ago. Ein Blick auf die Karte zeigt unseren Standort. Gegenüber, mitten in der Förde, da liegt übrigens die große Ochseninsel. Seit über 30 Jahren ist es für uns ein Muss, hier zu essen. Egal zu welcher Jahreszeit. Vorausgesetzt, wir sind in der Gegend. Noch ein Blick auf die umfangreiche Speisekarte und da ist er schon. Ja, da konnte es einer wieder nicht erwarten und hat schon probiert. Das geht ja wohl gar nicht. Nach der gemütlichen Rast geht es dann auch schon weiter. Soweit möglich fahren wir an der Küste entlang und steuern den nächsten Spot an. Ach ja, bevor ich es vergesse, auf unserer Webseite www.charanis-reisen.de findet ihr den kompletten Reisebericht mit vielen, vielen Bildern und mehr. Den Link dorthin findet ihr unten in der Videobeschreibung. So langsam nähern wir uns dem nächsten Ziel, die Dübbeler Schanzen. Die Dübbeler Schanzen waren eine dänische Wehranlage. Hier entschied sich der Deutsch-Dänische Krieg. Nach mehrwöchiger Belagerung wurden die 10 Schanzen am 18. April 1864 von den Preußen unter Prinz Friedrich Karl erstürmt. Die Karte zeigt unseren Standort kurz vor Sündabor. Das Historiesender ist aktuell leider geschlossen. Wir spazieren mit euch entlang der Anlagen im Freien. Der Turm wurde seinerzeit von den Deutschen erbaut, aber nach dem Zweiten Weltkrieg von Widerstandskämpfern gesprengt. Ein paar Reste liegen hier noch rum. Wir werfen einen Blick in die Landschaft um uns herum. Unter anderem findet man hier Reste der einstigen deutschen Schanzen.
Infotafeln beschreiben das Ganze recht gut. So traumhaft der Blick auf die Ostsee auch sein mag, die Soldaten hatten seinerzeit sicher keinen Blick dafür. Den Kriegsschauplatz, den verlassen wir nun und werfen noch einen Blick auf die Düppeler Mühle mit dem Denkmal von König Christian IX. Hier wurde am 11. Juli 1920 die Rückgewinnung Nordschleswigs für Dänemark mit einem großen Fest gefeiert. Mit einem eindrucksvollen Bild auf das Historiesender verabschieden wir uns und fahren weiter. Wir erreichen nun das Städtchen Sönderbohr. Hier kann man gemütlich einkaufen oder das ruhige Kaffeeleben genießen. Aber wir brauchen zuerst einen passenden Parkplatz. Aus unserer Erfahrung heraus finden wir den am einfachsten am Schloss Sönderbohr. Ein Blick auf die Karte und dann spazieren wir auch schon los. Bei unserem Stadtbummel werden wir auch einigen der vielen Skulpturen begegnen. Noch in der Nähe des Hafens steht die Reiterstatue, die an die Ringreiterwettbewerbe erinnern soll. In dieser Store, Rothusgorde, befindet sich das Kneipenviertel. Und es schließt sich damit direkt an die Fußgängerzone an. Und hier die Skulptur Martin mit der Pfeife, auch wenn er keine Pfeife im Mund hat. An der Kirche vorbei kehren wir dann langsam zum Hafen zurück. Hier sind noch zwei weitere Skulpturen zu finden. Der Butt im Griff und Mythen, der Mythos. Noch einen Abschiedsblick auf den Hafen und dann fahren wir auch schon weiter. Habt ihr eigentlich auch so einen Kaffeedurst wie wir? Okay, in der Stadt hat es nicht geklappt, dann suchen wir uns doch mal ein nettes Örtchen. Dazu aber erst einmal raus aus der Stadt. I've changed for the better this time. Eine nette Idee haben wir schon. An der Küste, da gibt es einen Fähranleger. Die Fähre dort ist eine schnelle Verbindung zum Nordzipfel der Insel Als. Aber keine Angst, wir nutzen die Fähre nicht. Aber in der Nähe ist ein süßer kleiner Leuchtturm und unterhalb ein Picknickplatz direkt am Wasser. Das wäre doch was, oder? Und schon erreichen wir den Fähranleger von Ballebro. Jetzt sind es nur noch wenige 100 Meter. So, wir sind da. Haben wir zu viel versprochen? Ein traumhafter Blick aus dem Wohnmobil. Wahnsinn, oder? Ein kurzer Blick auf die Karte und dann kocht uns Mona einen Kaffee. Wir schauen uns derweil draußen ein wenig um. Und während ihr die Bilder anschaut, na, da trinken wir schon mal den Kaffee.
Die Dämmerung setzt ein. Wir hatten übrigens ernsthaft überlegt, hier zu übernachten. Aber das Schild Camping verboten direkt neben dem Wohnmobil war uns dann doch nicht ganz so geheuer. Also ziehen wir noch ein Stückchen weiter. Immer wieder müssen wir gegen die untergehende Sonne blicken. Das blendet ganz schön. Nun erreichen wir Appenrade, eine nette dänische Kleinstadt. Hier am Hafen für Freizeitboote ist ein netter Wohnmobilstellplatz zu finden. Den fahren wir an. Die Schranke öffnet sich automatisch und schon fahren wir einen der freien Plätze an. Auch hier mit Blick auf das Wasser. Vielleicht nicht ganz so schön, aber auch nicht schlecht. Mit einem Blick auf die Karte beenden wir den ersten Tag dieser Tour auf dänischem Boden. Gute Nacht, Freunde! Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Dienstag, der 8. März 2022. Wir haben tolles Frühstücksfernsehen heute. Einige Dänen springen in das eiskalte Wasser. Aber wir schauen nur zu. Wir verlassen den Stellplatz. An der Schranke muss ein Code eingegeben werden, der auf der Quittung zu finden ist. Klappt einwandfrei. Auf einen Stadtbummel in Appenrade haben wir nicht so richtig Lust. Wir fahren erst einmal ein Stückchen weiter. Also verlassen wir Appenrade in nördlicher Richtung. Bei uns gibt es häufig sporadische Entscheidungen, so auch jetzt. Wir biegen ab und fahren nach Løtkirkeby. In diesem Ort hatten wir vor 30 Jahren mal ein Ferienhaus gemietet, deswegen kennen wir die Ecke recht gut. Wir biegen hier links ab nach Barsø. Dort ist ein kleiner Fähranleger und mit dem Schiff kann man auf die kleine Insel Barsø fahren, wenn man möchte. Der schmalen Straße nach zu urteilen, hält sich der Verkehr hier wohl ziemlich in Grenzen. Und schon haben wir den Fähranleger von Barsø erreicht. Planen wir doch mal einen kurzen Aufenthalt hier ein mit einem kleinen Spaziergang. Also, raus mit euch aus dem Wohnmobil! Ein kurzer Blick auf die Karte und dann genießen wir die Gegend hier für ein paar Minuten. Wir verlassen den schönen Ort, an dem es nur wenige hundert Meter weiter südlich übrigens einen FKK-Strand gibt. Aber das ist wohl eher etwas für wärmere Tage. Wir kommen zurück nach Løtkirkeby und fahren nur eben durch den Ort hindurch, zurück auf die Straße 170.
Die Landschaft hier ist vielleicht nicht so wirklich abwechslungsreich als anderswo. Aber auch das gehört zum Reisen mit dem Wohnmobil und möchten wir euch nicht vorenthalten. Wir erreichen die Stadt Haderslev. Sie liegt mit ihren 22.000 Einwohnern an der Haderslebener Förde, hat einen Hafen und besitzt eine historische Innenstadt mit Dom. Aber für uns ist eigentlich erstmal Einkaufen wichtig. Also, dann geh doch zu Netto. Der Blick auf die Karte zeigt wieder unseren Standort. Na dann, gehen wir mal. Kommt ihr mit? Die Stapelboxen sind etwas aufgefüllt, also können wir weiter. Langgezogene Straßen, außer einem Kreisel hier und da kaum Abwechslung. Nun erreichen wir Krulding, mit seinen rund 61.000 Einwohnern etwa dreimal so groß wie Haderslev. Gerne würden wir hier in der Stadt etwas bummeln, wenn da nicht die Sache mit dem Parkplatz wäre. Nach 2 Stunden durch die Stadt brechen wir ab und beschließen Plan B. Außerhalb der Stadt ist das Krulding Store Center, ein wirklich riesiges Einkaufszentrum. Da fahren wir jetzt hin. Parkplatzprobleme? Unmöglich hier. Parkplätze ohne Ende. Wirklich. Und wieder ein Blick auf die Karte. Unserem aufkeimenden kleinen Hunger kommt dieser Asia-Imbiss mit seinem Mittagsbuffet gerade recht. Anschließend noch ein kurzer Bummel, dann zieht es uns zum Wohnmobil zurück. Wir haben einen Entschluss gefasst. Wir wechseln die Seite. Und zwar von der Ostsee zur Nordseeseite. Aber vorher, da müssen wir noch etwas erledigen. Beziehungsweise genauer gesagt, entledigen. Wir fahren eine Fähr- und Entsorgungsstation an, die hier direkt neben der Autobahn zu finden ist. Zum Verständnis über den aktuellen Standort hier die Karte. Das wäre erledigt. Jetzt geht es weiter bis Varde. Für euch verkürzen wir die Strecke etwas. Unser Mr. Esprit möchte auch mal eine Stärkung. Na, die soll er bekommen. Schließlich ist er ein ganz braver. In der Zwischenzeit haben wir mittels Park4Night einen Stellplatz ausfindig gemacht, der uns gut gefallen könnte. Kommt ihr mit? Ja, nix wie hin. Zuerst verlassen wir Varde und fahren westwärts in Richtung Plovan. Auf der Strecke zur Westküste durchfahren wir den Ort Billum. Der von uns gewählte Stellplatz liegt bei Ho, einem kleinen Örtchen südöstlich von Plovan. Beinahe an der Einfahrt vorbeigefahren. Aber nun fahren wir in den Platz hinein. Von Besucheransturm kann man hier wohl nicht reden. Perfekt. Damit haben wir überhaupt kein Problem. Für euch noch ein kurzer Blick auf die Karte. Dann schauen wir uns den Platz etwas näher an. Wobei, so viel gibt es hier ja auch nicht zu sehen.
Übrigens, das Sanitärhäuschen ist aktuell wegen Frost außer Betrieb. Aber uns stört das ja nicht, wir haben ja alles an Bord. Ein recht langer Tag liegt hinter uns. Werfen wir noch einen Blick auf die heutige Route und dann heißt es auch schon, gute Nacht, Freunde. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Mittwoch, der 9. März 2022. Wir verabschieden uns von der netten Stellplatzbesitzerin Jette und verlassen Ho in Richtung Blovern. Habt ihr eine Idee, was wir uns in oder um Blovern ansehen könnten? Oder lasst ihr euch lieber überraschen? An dieser Stelle verraten wir euch noch nicht, wie es mit uns weitergeht. Das erfahrt ihr im nächsten Teil, demnächst auf diesem Kanal. Damit beenden wir diesen zweiten Teil. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns über ein Gefällt mir sehr freuen. Ebenso natürlich über ein Kanalabo. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen, bis demnächst. Tschüss!